So. Okay. Nehmen da schon wieder meine Kamera, mein Fotoapparat und mein Videorekorder. Ich nehme einfach wieder die scheiß Taschenlampe. Und wieder hat keiner die Aufgabe gelesen. Wollt ihr lese vor. Achtung. Okay. Nehmen Sie eine Zeichnung in ein. Na bitte. Komm, er lest das normal vor, Junge. Ich starte mir jetzt vorher an, dann sieht das nicht. Das Kinderspielzeug im Auto mitnehmen. Ich hab den Spiegel einmal schon gefunden. Wo man den Spiegel. Ich hab den fürs nächste Mal vorlesen. Na bitte nicht. Und den Job ob das checken. Wollt das ist eine Intelligenz. Ja, liest das rückwärts, oder wie? Nein, das ist ja einfach. Brummer der Spiegel auch. Das kann er selber gar nicht. Nein. Dürer und. Oder warte mal, was? Weißt du, liest es vor und dann Viertelstück. Kerzen und Wasser. Kerzen. Ja. 15 Sekunden später schon. Bing bong. Ich lege mal den Spiegel außerhalb an, weil da verlierst du, glaube ich, Sanity, wenn du zu lange in die Glotze ist. Können wir da die Fackel mit, ne? Die macht den Klo. Okay, Notizblock liegt schon dort. Die Videokamera liegt beim Notizblock. Hat jemand schon die Kerze. Die. Ich bin. 40 mit, ne? Ich bin dran, der Kerze. 40 habe ich, aber ich mach. Du kannst ja mit der Fackel auch anzünden. Ja, darum laufe ich auch mit der Fackel durch. Okay, Partikelzähler 100 bis 500. Du hast alle Wasserhähne? Nein. Kann er von die hat Bruderpuppe schon reingelegt, nicht? Oder? Nein. Nein, die ist noch so. Die Wasserhähne sind ja immer am gleichen Ort, oder? Ja, du musst aber aufpassen, Badewanne kannst du aufdrehen, das zählt auch als Wasserhähne. Aber im Erdgeschoss ist nur der eine da, oder? Das sind, glaube ich, in jedem Stock ein paar, wenn mir nichts da ist. Mensch. Im Erdgeschoss ist zwar. Gibt es zwei Badezimmer, ich hab das andere gegangen. Ja, und Küche halt. Aber auch nix. Ach, hier ist ja was. Da ist noch einer. Au. Oh, sie verschleppt mich. Hilfe. Treppen abe. Normal abe. Ich bin im Keller. Okay, irgendwas haben wir erfüllt. Hat er kritzelt in dem Fall? Ja. Ich hab. Ein Schädel. Schädelzeichen. Na, wo liegt meine Taschenlampe jetzt? Ich glaube, die verfolgt mich immer noch. Naja, ein Schädel. Notizblock. Schädel. Okay, oh, ich habe gerade Wasserhähne eingeschaltet. Das kann sein, dass okay, ja. Ich schau mal schnell, ich bin eh gerade hoch. ja, die Zeichnung haben wir aufgenommen. Und die Wasserhähne. Kamera suchst du, oder? Ja. Die liegt bei der hinteren Stiege. Bei der hinteren Stiege. Bei der Kellertreppe? Ja, da. Da oben liegt. Hallo. Ah. Ah ja, da hat sie mich entführt. Das war nicht nett. Oh, okay. Das ist. Oh, die blöde Kerze, es gibt ja überall Kerzen. Minus 1 habe ich bis jetzt gemacht. Oh ja, ich habe gerade ganz kalt. Ja, minus 1. Hätte ich jetzt mal so gesehen. Ich pebe noch länger in der Hand, aber. Gut, jetzt wird cheesy. Aber ist halt schon vorbei. Aber pebe noch ein bisschen länger in der Hand. So, Thermometer, kann ich nicht wieder das. Haben wir Fußspuren oder so? Hat noch niemand was gefunden? Na, stimmt, ja. Oh, er knurrt. Knurren. Ja, hab ich auch gar keinen. Knurren, Fußspuren kann man auch weg tun. Okay, das ist die Cookie-Sacke Anna. Hey, was hast du noch, dass du der Yang Shi aus schließt? Minus 5, plus 5 Grad. Ja, hab ich auch. Au! Achso, ich bin. Na, tu es zu, ich bin so fällig. Oh no! Mario, mach auf! hinterlässt keine Spuren, Schädel 100 bis 500 und Knurren. Ah, was 100 bis 500 ist der Ding? Wer hat der EMF-Sensor und hat noch nichts? Irgendjemand muss. Ah, nein, der liegt noch da. Das Bredel. Sie hat beim Bredel. Achso, kann schon keine Interaktion.
Und das Kinderspielzeug sollte man auch noch finden, gell? Oh. Nein, hinter mir ist die Tür zugegangen. Das Brett geht langsam von der einen zu der anderen Seite. Schau. Ich glaube, sie verfolgt mich gerade. Tschüss. Okay. Dann haben wir nochmal was ausgeschlossen. Ah ja, ja. Okay. Wo ist das Spielzeug? Kann das eine Holzeisenbahn oder sowas gesehen? Oder der Rechenschieber, nein, obwohl ich immer noch frage, in welcher Welt ein Rechenschieber Kinderspielzeug ist. Okay, der Markus. Bist du dead? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Tote Menschen lügen nicht, tote Menschen sprechen. Ja, ich lieg da. Das ist nicht gut. Ah, darum werden hier alle Kerzen im Haus angezündet. Ja, ich glaube, ich pfiff jetzt mal auf die paar Dollar da. Soll ich das Spielzeug vielleicht noch irgendwo finden? Achso. Au, hübsch. Wieder ein Hit. Oh no, 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 no. Die Tür da unten ist zu, ich kann sie nicht öffnen. No, 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 no. Du tust mir nichts, du tust mir nichts, du tust mir nichts. Ah, da oben ist sie. Ich hab jetzt gemeint, ich bin dead, weil hab ich einfach nur da eben. Oh Gottes Willen, ich bin so dead. Wow. Ich hab's gehört. Wow. Ja. Ich glaube, sie ist aggressiv. Ich lock das mal ein, ja. Ich glaube, das wird eh richtig sein. Ich habe jetzt einfach nur den EMF-Sensor fallen lassen und habe mir gedacht, okay, ich kann ihn wieder aufheben. Das passt eh. Und auf einmal kurz durch die Patio angerauscht und reißt mir den Arsch auf. Hat es gestimmt sogar, oder? Ja. So. Hä, aber ist jetzt mal. Ah, doch, ist jetzt. Der Spiegel ist im Auto, gell? Na, den. Keine Ahnung. Hab ich mal gemeint, ich hab den einmal. Oder hab ich noch draußen auf die Veranda gelegt? Dann. Ja, da, nebst dem Wippstuhl ist er. Außer nebst dem Schaukelstuhl, den brauchst du noch. Für was? Der Geist durch den verfluchten Spiegel rufen. Okay. Komm, ja, silberne Bombe. Ich hab jetzt eine silberne Bombe. Stell dir dir zwei Schutzgestelle, sonst eine. Ah, nein, schützt nicht und verärgert. Nein, das nicht. Keine gute Idee. Keine besonders gute Idee. Wo ist sie? Hallo. Kukus. Ich höre sie doch. Irgendwo läuft sie umeinander. Hauptsache, es sagt mir immer noch Sanity an. Wo bist du, König? Im Eingangsbereich. Ich race einfach da. Oh, jetzt. Ah, da ist sie. Ja, ich habe leider das dann übergeworfen. Ah, oh, jetzt hat. Okay. Tschüss. Ja. Boah, ich habe nur eine halbe Sanity. Ich muss eine Silberbombe kaufen. Mal. Wo ist die denn? Das tue ich ungern. Ah, bewährt's, okay. Sie hat mir irgendwie einen Hit, gell? Ja, du musst aber gleich auf deine Sanity schauen, gell? Weil wenn die aber null ist, Hälfte. Dann kannst du nichts mehr aufnehmen, dann kannst du auch nicht mehr fangen. Dann kannst du nichts mehr in die Hand nehmen und dann musst du für $200 die Pillen kaufen. Na, dann fahr ich weg. Ja. Öffnet und schließt der Tür wie er wilde. Irgendwie will mir sicher, aber wenn und wo? Ja, das Problem ist, wenn jetzt mit der Zeit immer so Hits kriegst, dann wirst du immer depperter. Ey, die soll halt mal so gemütlich vor mir stehen. Au! Gut. Ah. Hast du die Asche auch schon dabei? Ja, hab ich schon in der Hand, aber die gibt mir nochmal einen Hit und dann lass ich es glaub fallen und dann bin ich tot. Usse, schnell. Ja, so rum. Okay. Jetzt Maschine. Ach Gott.
Da ja, und wo ist vernichtende Licht? Ah, das ist die Welches ist das? Das da? Die weiße Kugel. Die Kugel, okay. Ja, genau. Nehme ich schon mal mit. Das kannst du eigentlich schon hinlegen. Du musst aber schon, wenn du zu lange in den Spiegel hineinschaust, ich tät es gleich hinstellen. Okay. Wenn du zu lange in den Spiegel schaust, dann kommt er her. Also ich tät schon, dass das Ding da schon drinnen stehst. Ja. Stell sie gleich mit rein. Danach brauche ich noch Salz. Genau, ja. Der Pokéball kannst du auch schon herlegen, zum Beispiel, wenn du Platz hast. Genau. Hey, ist der noch abgesperrt? Nein, ich habe ihn in der Hand. Achso. Nehmen wir schon daher. Nehme ich den Spiegel mit, da will ich nicht rein schauen. So. Tu die Kugel noch ein bisschen weiter rein. Mit Kann ich gerade nicht. Also. Warte. So. Das brauche ich danach, oder? Ja, Salz, vernichtendes Licht. Muss, schützt es mich jetzt irgendwie, wenn ich in den Spiegel hineinschaue und der Dane stand, kann mir nichts passieren, oder? Der schaut Dana schützt und verärgert. Aber du musst jetzt reingehen und mit dem Spiegel rufen, also. Ja, okay, Spiegelruf also, ist einfach. Boah. Ah ja, ja, ja. Tricks. Okay, du musst hinbleiben, du musst hinbleiben, du musst länger in den Spiegel schauen. Was? Das hat's dann nicht erzählt. Weil Warum? Das Ding gleich. Das Ding hat gleich ausgelöst. Ja, genau, jetzt. Ja, da ist zu. Vernichtendes Licht hat der schon erzählt. Warte. Lars Korek, Geist durch den verfluchten Spiegel rufen. Na? Ja. Du musst ich hab kein Sanity mehr. Kannst nichts mehr in der Hand heben. Nein, ich kann. Jawohl, kann der Pokéball kann nur aufnehmen. Ja, aber. Ah, doch, der Spiegel auf. Das Salz musst du ihm noch anhauen. Du musst jetzt warten, bis das vernichtende Licht noch einmal zuschlägt. Und ja, aber ich hab kein Salz mehr. Ja, das kostet. Ja, das kostet ja nur 30, ja. Weil wir haben jetzt. Ja, das Vernunft-Dinner plus Schwierigkeitsgrad schwer, da müsstest du jetzt schon ordentlich Geld rauskriegen. Das dürfte sich, glaube ich, schon rentieren, weißt du? Zum das noch fertig machen. Nicht in der Licht, sollte einfach gleich anfangen, oder? Ja, ja, aber da musst du nicht drinnen stehen, eigentlich. Da musst du nicht die Sanity riskieren, glaube ich. Ja. Glaube ich jetzt einmal, ich bin nicht sicher, aber du kannst schon noch klar abwarten. Solange du sie bist. Was siehst du, was das letzte war? Im Truck ist ein. Ah, okay. Da ist ein Computerbildschirm drinnen. Ganz links im Eck und da steht's da oben. Ah ja, okay, Geist durch den verfluchten Spiegel rufen. Lol, wer. Hat jemand vor euch gerade irgendwas rübergeworfen? Oder ist. Ja. Also, Fackel ist durch die Bude gerannt. Na, das. Ich lauf zwar da im Wohnzimmer gerade umeinander, aber das war ich. Okay. Ja, in dem Fall muss ich jetzt ein bisschen warten, oder wie? Ja, oder. Du... Was? Ja. Ja. Jetzt fängt da noch das Knurren an. Theoretisch müsste das Licht eigentlich beschützen, wenn du drinnen bist, aber. Du musst da ganz close sein. Ich weiß aber nicht, ob er für selber auch nicht gut. Ja, das ist die Frage. Schauen wir noch ein bisschen. Kurze Wartezeit. Licht. Haben wir Glück. Geil wäre, wenn hinter mir die Tür zugeht, dann schiebt man einfach rein. Ja, ja. Ja, aber dann hätte er schon Salz in der Hand zumindest. Ja, wenn, ja, er die wenn er die direkt attackieren würde. Also es würde zuerst das vernichtende Licht. Das Blöde wäre nur, wenn du so einen komischen Hit kriegst und Sanity auf Null ist und du lässt es fallen. Ja, ich würde, das ist ziemlich wahrscheinlich mal, passieren wird. Ich glaube, ich kann da nichts mehr kaufen, wenn ich dead bin. Glaube ich auch nicht. Kann nicht einkaufen, schade. Kannst ja nicht mal ingame mit mir reden, wenn du tot bist, also. Ja, ja. Bonjour. Ja, ich glaube, da können wir ewig warten. Ja. Außer du wirfst das Ding ein bisschen tiefer rein ins Haus, da in die Doppeltür da. Nein, ich glaube nicht, dass das geht. Wer hat da herkommen? Was ist hier noch irgendwo rumrennen? Das finde ich auch, vielleicht ist das bei schwer ein bisschen schwerer. Was ich? Dass es bei schwer schwer ist und bei einfach ein bisschen einfacher. Irgendwann tut das Licht hier so lange hin und los, bis es explodiert.
Ja, schade, ja, immer ich glaube, das bringt nichts, wenn du da voll. Aber. Ja, und selbst wenn er, wenn er jetzt, wenn deine Sanity auf Null geht, den Kopf schaltet um $200 Pillen, du kriegst trotzdem mindestens 900 nur für das Vernunftding dazu. Ich glaube, ich müsste am Eck aber jetzt sicher sein, weil vor mir kurz erst das Teil. Ja, sie gut jetzt. Jetzt werden wir es gleich erfahren. Schon wieder so. Ja. Alter. Ah, ja. Hinter dir, Mac. Nein, ah, ich hab. Jetzt. Hat's gehalten? Doch, es hat zählt, glaube ich. Es hat einmal zweimal das Geräusch gemacht. Warte, ich kann ihn nicht moven, ja. Ich kann ja Pokéball nicht. Salz war richtig. Ja, den Kauf, die Pillen, scheiß da unten drauf. Du kriegst das Geld doppelt und dreifach wieder rein. Die sind, ja, okay, glaube ich, ganz unter. Die Pillen kosten jetzt zwar $200, aber du kriegst ja. Boah. Ich bin jetzt gespannt. Ja, ich bin gespannt, was du mehr kriegst, wegen dem Schwierigkeitsgrad, ob sich das. Ja. Hast du noch irgendwas zum Schutz dabei? Na. Nimm noch irgendwas mit. Was kann ich mitnehmen? Fackel oder Silberbombe? Hab ich nicht. Keine Silberbombe haben wir nicht. Wieso fahren wir ohne, weil wir es gebraucht haben? Ist das die Goldbombe oder? Die Fackel ist weg. Das ist die Goldbombe. Aber Salz, das bläuliche Salz. Egal, ich verärgere mit dem Kruzifix, wenn ich ziehen muss. Das bläuliche Salz ist noch da. Unter. Ja, aber das Kruzifix muss ich wenigstens nicht werfen, falls ich miss. Aber er schützt uns. Das schützt und verärgert, ist mir ja wurscht. Ja, ja. Ich habe ja jetzt eh den Pokéball da an, ich bin gut gegangen. Ja, sie durchschaut. Du kannst eh bei dem vernichtenden Lichtstab lieber. Stell es mit ins Wohnzimmer oder so, dann hast du einen Schutz oder da. Nehmen wir da wieder ins Safety-Eck. Ich höre sie schon, man sieht sie nicht, glaub. Das ist schwer, dann siehst du sie nicht, wenn sie herläuft. Hallo. Bonjour. Jetzt das Licht flackert. Das war ich. Ah, wow. Ah, sie versperrt man da hinten der Weg. Ah ja. Ich höre Steppen. Komm, ah, oben läuft sie. Im oberen Stock. Stieg auf, läuft sie. Lauf auf, krieg sie. Wo, rechts? Ja, jetzt rechts. Weiß ich es gar nicht. Da, der Gang entlang, ja. Gang entlang. Da läuft sie. Ah ja. Siehst sie? Na. Also nicht, dass ich beim ersten Mal jetzt gemisst hätte, das wäre übertrieben. Ja, 1090. Das heißt, ja. Also 200 mehr oder so, 200, 300 mehr. Ich glaube, vorher waren es 922. Ja, nein, 930. Ja, 150 kriegst du mehr.